Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pal World. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Ich habe alles soweit vorbereitet für eine große Erkundungstour. Wir haben jede Menge Pfeile und jede Menge Sphären dabei. Bevor wir losgehen, werten wir noch einmal unser Lager auf. Wir müssen ja nur ein Bärenbeet anlegen, dann können wir das schon wieder einmal erweitern und noch ein fünftes Perl hier einsetzen. Und vor allem können dann die Tierchen sich selbst versorgen. Das heißt, wir nehmen hier diesen Bärengarten, vielleicht bauen wir auch gleich zwei. Und ich würde sagen, wir setzen die einfach mal hier vorne hin, vor den Felsen. So. Eins und zwei. Sehr schön, kommen wir schon gleich wieder alle an zum Helfen. Es ist einfach so gut. Okay, zwei Beete, dann haben wir den Affen und den Liftmunk. Die können ja auch Aussaat. Saatgut haben wir in den Kisten. Packen wir noch einen Fanti rein. Der sollte die Felder ja hoffentlich bewässern können. Und guck mal, die fangen sogar schon an mit der Aussaat. Sehr, sehr gut. Alles klar, das läuft dann. Und unser Puzzle Bubble Dragon, der kann ja den Transport machen. Und die anderen Tiere können, glaube ich, auch Transport. Dann habe ich unseren Maulwurfshasen mal reingetan für Bergbau. Okay, alles klar. Beete stehen. Zwei Stück. Wir können das Lager noch einmal aufwerten. Super. So, dann kommen wir hier rein. Fanti Level selbstzerstörisch flink. Den packen wir den da rein. Alles klar. So, wo ist er? Da ist er. Die Aussaat ist fertig, ne? Eigentlich müsste er jetzt, oder ist, haben die fertig ausgesät? Ne, benötigt immer noch Aussaat. Die machen jetzt erstmal das hintere Feld. Alles klar, mal gucken. So, ihr Lieben, dann werden wir uns nochmal diese Pal-Werkbank auch aufbauen, die wir gelernt haben. Dann werden wir auch schon irgendwie dieses Foxparks-Geschirr und das Halsband für den Daydream. Vielleicht können wir davon auch schon was bauen. Mal gucken. So, hier hin. Zack. Ah, super, da bist du schon wieder. Und die anderen kommen auch. Kümmert euch erstmal um die Felder. Damit da hier der Nahrungsvorrat, damit das läuft. Na, jetzt helfen sie hier erstmal mit. Auch gut. So, okay. Perlwerkbank steht auch. Oh, wir haben ein Bett zu wenig. Bauen wir dann auch gleich noch. Wir haben ja jetzt fünf Perls hier. Dann brauchen wir noch ein fünftes Perlbett. Hier, zack. Einmal dahin. Es kommen schon wieder zwei angeflitzt. So, er gönnt sich ein Päuschen. Aber es macht nichts. Der arbeitet trotzdem, glaube ich, besser als die Kativa, weil er gönnt sich zwar öfter eine Pause, aber ich glaube, er arbeitet sonst schneller bei den Steinen. So, okay, Perlbett haben wir. Dann gucken wir hier mal rein. Oh, wir können beides. Nee, wir können. Doch, wir können beides bauen. Wir brauchen 8 Leder insgesamt. Alles klar. Geschirr zur Handhabung von Foxbugs. Haben wir ja schon gelesen. Dann können wir den als Flammenwerfer benutzen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Okay, herstellen. Oh, das dauert aber lange. Haben wir einen der Beine noch mit anfassen kann in der Tasche hier. Warte mal, wo ist denn hier? Der konnte auch nochmal mithelfen. So, alle mithelfen. Wieso rennst du jetzt weg? Hilf mit. Hallo, Fanti. Na egal. Dann machen wir. Hilft er mit? Nee, der hat kein Handwerk. Der geht erstmal ins Haus. Gucken, was die Einrichtung. Aber da ist noch nicht viel passiert. Da gibt es nur ein Bett. Er sagt, ja, vielleicht will ich mich da reinlegen. Weißt du das? Weißt du ja gar nicht. Alles klar, Fanti, mach mal. So. Foxparks Geschirr. Sehr cool. Und natürlich stellen wir dann das auch her. Ja. Weil dann können wir ja wahrscheinlich zwei Perls gleichzeitig draußen haben. Also zumindest mit dem Daydream zusammen. Werden wir da gleich sehen. Wir haben ihn ja in der Tasche. Mal sehen, ob er dann gleich automatisch draußen ist. Wenn wir das Halsband haben. Und da probieren wir den Foxpark sofort aus. Und dann gehen wir los, Leute. Dann gehen wir los. Ich bin so gespannt, was es noch zu entdecken gibt. Das ist so eine Welt, die zum Erkunden einlädt. Also einmal sieht sie wunderschön aus, was wir jetzt schon gesehen haben. Und es gibt halt überall neue Perls zu entdecken. Und werden natürlich auch alles zählen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, ist klar. Und was vom Level her, was wir schaffen können. Natürlich. Das dauert auf jeden Fall eine ganze Ecke länger hier, das Halsband. Jetzt kommt auch irgendwie keiner mehr zum Helfen. Jetzt haben sie alle was Besseres zu tun. Ach nee, der eine Perl macht eine Pause, der Affe. Ach, guck mal jetzt. Es ist ja so gut. Unser Fanti gießt das Feld. Das ist so super gemacht. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, das Spiel ist auch deswegen so erfolgreich, weil es eben nicht bloß was für Leute ist, die was mit Pokémon anfangen können, sondern eben durch diese ganzen Survival-Mechanik. Ja, da ist er. Er ist automatisch draußen. Wie gut. Aber wir müssen ihn natürlich trotzdem im Team haben. Wir können ihn jetzt nicht irgendwie. Nee, den müssen wir natürlich im Team haben. Alles klar. Aber er ist da. Wo ist, haben wir unseren Foxparks dabei? Ja, ne? Können wir den jetzt noch zusätzlich rauswerfen? Ja. Das ist natürlich cool. So, warte mal. Wie können wir. Wo haben wir jetzt das Geschirr? Foxparks Geschirr. Flammenwerfer. Ich greife jetzt. Oh Mann, Leute, guckt euch das mal an. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Ist ja so cool. Vorsicht, Fadler, sonst wirst du angesenkt.
So gut. So gut. Kann man mit dem auch laufen? So, wir legen ihn wieder weg. So, alles klar. Lass mal erstmal so neben uns herlaufen. Alles klar, los geht's. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Wir laufen einfach mal los. Daydream, kommst du mit? Ja, du kommst mit. Alles klar, auf geht's. Pfeile haben wir viele. Palsphären haben wir viele. So einen haben wir schon, ne? Aber die waren gute Nutztiere. Aber warte, wenn wir die jetzt angreifen. Halt. Wirf die Sphäre. Dann schießen sie gleich alle mit drauf. Okay, da müssen wir aufpassen. Jetzt greift er den nächsten auch schon an, ne? Ja. Oh wei, den hat's erwischt. Na gut. Haben wir noch einen? Und hier, die haben wir auch noch nicht. So ein Gumos. Schnell, wirf. Oh, den hat's schon erwischt. Der Fuchs hat ihn schon erwischt. Da vielleicht müssen wir die Tierchen auch einpacken. Damit die nicht zu viel Schaden machen. Ja. Oh Mann. Okay, ich glaube, unser Foxparks macht schon ordentlich Schaden. Da oben haben wir eine Sphäre. Oh, warte, ich habe was vergessen, Leute. Wir müssen nochmal zurück. Wir können auch diesen Gleiter lernen. Den sollen wir auf jeden Fall lernen, bevor wir losgehen. Den will ich auch ausprobieren. Das mit dem Flammenwerfer ist ja mal so cool. Einfach super. Und auch unser Fanti, wie er die Felder gießt. Ich finde das alles so gut gemacht. Gefällt mir richtig. Deswegen, ich glaube, das ist halt einfach wegen diesen ganzen Mechaniken. Ich glaube, das ist der Erfolg. Wenn das nur irgendwie wirklich ein Pokémon-Klon wäre, dann würde es eben auch nur Pokémon-Spieler erreichen. Aber das Einzige, was hier von Pokémon, muss man ja doch mal so feststellen, wenn man spielt, drin ist, sind eigentlich, dass es kleine, knuffige Viecher sind. Kleine, knuffige Fantasiekreaturen, die man mit Bällen einfangen kann. Und das ist auch schon alles, was es von Pokémon irgendwie hat. Die ganzen anderen Mechaniken gibt es in Pokémon-Spielen nicht. Nicht mal im Ansatz. Da ist es dann eher wirklich Craftopia oder was es mich auch so ein bisschen erinnert, irgendwie jetzt mit den ganzen, hier mit so Farmen und so. Irgendwie Animal Crossing, Harvest Moon und so Sachen. Und eben dann Survival-Mechaniken und eben Kreaturenfang hat Ark ja auch. Also deswegen ist, glaube ich, geht das, glaube ich, durch die Decke, das Spiel. Weil es eben, ne, auch was für Leute ist, die mit Pokémon jetzt nicht so viel anfangen können. Oder auch für Pokémon schon zu alt waren, als Pokémon so das große Ding war. So, Leute, den Gleiter haben wir auch. Zack. Los geht's. Ihr macht hier fleißig euer Ding. Du musst die Beeren auch in den Futtertrog bringen. Ich meine, du kannst sie unterwegs essen, aber besser ist, wenn du sie da reintust. Liftman kommt seiner Arbeit nicht nach. Er kann sich ja ausruhen. Drücke Space im Sprung, um zu gleiten. Oh, da sind die Dings hier. Oh, die brauchen wir. Oh, die brauchen wir so. Warte mal, komm mal her. Können wir eigentlich auch Bälle werfen, während wir brutzeln? Das wäre cool. Jetzt mal gucken, was denn. Oh wei. Geht aber noch. Aufpassen, ich weiß nicht, was die machen. Die schießen erstmal. Okay. Wir versuchen schon mal. Oh. Also bald beim Ball werfen ist der Fuchs eingefangen. Wir nehmen den, holen den Fuchs mal zurück. Ja. Nochmal auf den. Wir schießen auf den anderen so lange. Komm, wirf. Einen kriegen wir doch jetzt. Halt dich zurück, Daydream. Nochmal. Oh, die sind nicht so einfach zu fangen. Vorbei. Mist, den hat er erwischt. Nein, den macht er auch noch alle. Wir müssen dem sagen, er soll nicht angreifen. Warte mal, wie machen wir das hier? Angriff einstellen. Geht. Wie cool, er greift nicht mehr an. Okay, das ist super, dass man denen auf 4 Befehle geben kann. Nein. Komm schon. Level 11. Wie viel Bälle hat das jetzt schon gebraucht? Oh, unser... Hat es unser Vieh umgehauen? Doch, irgendwie schon. Doch, es greift ihn an. Wir können ihn jetzt auch nicht einpacken, ne? Nee, können wir nicht. Ist das ein hartnäckiges Vieh? Komm schon. Schießen noch einmal drauf. Jetzt ist es doch schon fast tot. Wie viele Bälle wir jetzt schon an dem einen Viech verbraucht haben hier. Aber wir haben's, wir haben's, wir haben's. Oh, ist das cool. Melpaka, Eigenschaft wild. Der flauschige Schein trügt. Ein ultraschneller Tritt seiner Hufe kann den unvorsichtigen Empfänger bis in die halbe Welt befördern. Ah, cool. Melpaka, wir haben noch unnütze Fertigkeitenpunkte, ne? Werte. Ja. Arbeitstempo brauchen wir eigentlich nicht wirklich, weil uns immer Pelz helfen können. Vielleicht sogar nochmal, oder nochmal Ausdauer? Lieber nochmal Ausdauer. Alles klar, Technologien. Oh, lass mal gucken. Ich wollte gerade sagen, vielleicht, ja, Melpaka-Sattel, die können wir auf jeden Fall bauen. Oh, wie gut, Leute, wir können gleich reiten. Warum ist er jetzt in Danger? Nein. Jetzt habe ich den anderen rausgeschmissen. Ach, die Cremis haben wir auch noch dabei. Die müssen wir mal wegtun. Komm du mal her. Du kommst auch her. Schmeiß er den wieder raus. Einsammeln sollst du die. Komm her. So. Alles klar.
Ja gut, da müssen wir gucken. Dann lassen wir den erstmal jetzt aber hier auf eingestellt, dass er nicht angreift. Ich hoffe, dass... Obwohl, das gilt wahrscheinlich für alle Pelz, die wir dabei haben. Ne? Dann greift doch der Fuchs nicht mehr an. Verbessern können wir nichts, oder? Nee, da müssen wir jetzt erst... Ah, eine Statue der Kraft brauchen wir, oder? Die könnten wir ja auch schon bauen. Okay, jetzt packen wir den erstmal hier rein. Die behalten wir dabei. Wo ist unser... Hier, da ist es. Sehr cool. Okay, ran an die Pellbox. Wir müssen was essen. Isst ein paar Berries. Gib dem hier auch mal was. Und die sollten wir kurz auch mal schnell in die Box tun. Dann heilt er doch, ne? Oder wir lassen ihn vielleicht sogar mal hier, Leute. Kurz, dann ist sicherer. Das machen wir, wenn wir kämpfen wollen. Aber jetzt wollen wir ja Viecher zähmen. Dann lassen wir ihn erstmal zu Hause. Und nehmen stattdessen nochmal unsere... Oder? Nee, wir bleiben mal so. Okay, also. Mel-Mel-Packersattel. Da ist er. Wolle haben wir nicht genug und Leder haben wir nicht genug. Wolle kriegen wir von den Schafen. Da oben rennt ein Schaf. Da hätten wir Wolle. Und da rennt auch nochmal ein Mel-Packer. Okay, Schaf. Es tut mir leid, Lammball. Wir müssen dich kurz über den Haufen schießen für ein bisschen Wolle. Zack, da haben wir sie. Oh Mann, da rollt er einen Berg runter. Aber die sehen sowieso eigentlich aus, als wenn die nur ausgenockt wären. Nicht, als wenn die tot wären. Weil wenn die liegen, zappeln die mit den Füßen und außen haben sie die Augen so verkringelt. Das sieht eher aus wie benommen, hier mit den Kringelaugen. Egal, auf jeden Fall haben wir die Wolle. So, Wolle haben wir. Und die Melpakas geben auch Wolle, aber die sind ganz schön stark, haben wir gesehen, ne? Gucken wir die mal nochmal hier oben. Weil das will ich jetzt bauen, Leute. Wir brauchen jetzt Wolle und Leder. Ich weiß noch nicht, welche Tiere uns Leder... Die Hirsche gaben auf jeden Fall Leder. Und... Ein Tiefhand glaube ich nicht. Ein Tiefhand gab keinen Leder. Ich glaube, der gab den Perlsaft. Da haben wir Tanzis. Komm, wir sammeln auch nochmal neben gleich ein paar Pilze. Das Spiel macht so eine Laune, Leute. Ich kann das nicht sagen. Das ist echt... Das hat schon seinen Suchtfaktor. Liffmunk. Was hast du gegeben? Gabst du Leder? Keine Ahnung, wir schießen mal drauf. Die halten ordentlich was aus, ne? Die Kleinen. Und dann rennen sie aber mal weg. Die greifen irgendwie nie an, ne? Der hat gesessen. Komm schon, du hast Leder. Nee, Beerensamen gibt der her. Da haben wir auf jeden Fall noch mal Wolle da oben. Das holen wir uns. Die Wolle holen wir uns. Was gabt ihr? Die waren auf jeden Fall stärker, ne? Ja. Die hatten einen guten Angriff. So, Lieben, falls ihr euch wundert, dass wir da oben schon mehr Pelz gefangen hatten. Ich habe keine neuen Pelz gefangen. Ich hatte nur nochmal einen doppelten Affen geholt. Habt ihr vielleicht auch jetzt in der Pellbox gesehen. Und einen doppelten oder einen dritten Pingulet hatte ich uns noch geholt. Die waren auch alle nur vor der Haustür. Einfach nur, um noch mehr gute Arbeitskräfte zu haben, weil der Affe wirklich gut ist, ne? Was der alles kann. So. Ich glaube, Wolle haben wir genug. Was bist du? Oh, was bist du denn? Level 11. Chillet, haben wir den, ich glaube, den haben wir, oder haben wir den schon mal gesehen? Nee, das wüsste ich doch. Oh, was bist du denn? Das ist so ähnlich wie so ein Marmorest, das muss so ein Map-Boss sein. Oh, Level 11, nee, wir sind doch selber schon Level 10, ne? Was rennt da oben? Das sind alles Liffmunks, ne? Oh, Leute. Und da rennt nochmal ein Tiefhand. Ich glaube, hier kriegen wir kein Leder in der Ecke. Wir müssen nochmal dahin, wo die Hirsche waren oder so. Die geben auch kein Leder da unten. Da haben wir nochmal einen Lammball. Oh, guck mal, hier auch die Burgruine. Liffmunks überall. Ja. Greifen wir den jetzt an hier. Level 11. Ja, ich glaube, wir versuchen den. Die kann man doch bestimmt auch zähmen dann. Nicht da nochmal eine Sphäre? Ja, die holen wir uns. Oder ist das nur ein Kristall? So ein Palliumstück. Wo bist du hin? Da unten läuft er. Den hatten wir im Paldex gesehen. Auf der Karte nicht. Den hatten wir im Paldex nur gesehen. Also sind wir hier schon mal dran vorbeigelaufen. Und dann werden die Viecher ja auch in der Umgebung einfach ins Paldex eingetragen, wenn man sie noch gar nicht wirklich gesehen hat. Oh. Oh, du bist... Das ist das schönste Vieh bis jetzt. Guck mal, wie der aussieht. Ich überlege gerade, ob wir... Komm mal her, wir nehmen dich als Flammenwerfer.
Es guckt schon so. Sag, was hast du vor? Okay, das geht aber richtig gut. Die Frage ist, was macht der für Angriffe? Er schießt auf jeden Fall zurück. Oh, das geht gut, das geht gut. Oh, oh, oh. Wie er brutzelt. Nimmt er auch noch Schaden über Zeit durchs Feuer? Ja, nimmt er auch. Nimmt er auch. Ist unser Schild schon durch? Unser Schild ist schon durch. Er hat ihn schon erwischt. Wow, 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 wow. Er hat uns den Fuchs aus der Hand geschlagen. Komm her, Fuchs. Komm, 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 komm. Oh, der hat eine ordentliche Reichweite. Oh, 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 oh. Nein, Stein im Weg. Ungünstig. Oh. Da müssen wir aufpassen, glaube ich. Der lilane Schuss ist, glaube ich, der gefährlichste. Okay, mit Kopftreffer machen wir richtig Schaden. Aber mit dem Fuchs ging es besser. Ho, 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 ho. Unser Schild hat sich schon wieder regeneriert. Oder hatten wir es gar nicht verloren? Nee, ich glaube, wir hatten es schon verloren, ne? Oh, 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 oh. Der hat gesessen. Der zieht das Schild runter. Bei dem müssen wir aufpassen. Die sind gar nicht so schlimm, die blauen, glaube ich. Das geht. Aber der andere, der hier, den schießt er auch viel schneller ab. Ob wir ihn überhaupt mit dem blauen Ball fangen können, mit dem blauen Pokéball? Oh nein. Oh, der hat uns angezündet. Huh, und wieder hat er uns erwischt. Da bin ich immer zu spät dran. Huh. Oh, der macht auch Flächenschaden, der lilane Schuss. Mhm, mh, mh, mh. Oh, oh, und schießt auch noch einen Affe an von der Rückseite. Ich merke schon, da kommen noch grüne Schüsse geflogen. Oh. Wirf drauf. Nein, daneben. Oh, er hat uns wieder erwischt. Drauf, drauf, drauf. Ich glaube, wir gehen erstmal weg, Leute. Rückzug. Oh, da sind Wilderer, deswegen wird da geschossen. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Oh, warte, wir... Erster Boss-Sieg! Antikpunkt-Technologie erhalten. Kann sich zusammenrollen und somit in normaler Geschwindigkeit fortbewegen. Früher hat man domestizierte Gillette mit Beuteln voll Milch auf die Weide gestellt. Und was? Und was? Moment. Wo war der? Der war weiter unten, ne? Da haben wir den hier auch. Den haben wir ja schon durchgelesen. Da ist er. Eisdrache. Früher hat man domestizierte Gillette mit Beuteln voll Milch auf die Weide gelassen und mit Hilfe ihrer Zentrifugalkraft Butter hergestellt. Es ist super. Und der hätte Leder gegeben, aber na, dafür bringen wir den natürlich nicht um, so ein cooles Vieh. Alles klar. Und da sind Wilderer am Start. Die holen wir uns auch noch. So, jetzt hilf mal wieder mit hier. Unser Ziel angreifen. Jawohl. Oh, das sind aber ganz schön viele. Oh, unser Schild hat sich schon wieder regeneriert. Naja, unser Schild ist schon wieder okay. Muss ich nur noch treffen. Oh, Level up. Sehr schön. Oh, wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir für dieses... Oh, dieses... Oh. Vielleicht können wir für den Boss auch Dings herstellen. Ein Sattel für das Bossvieh. Ich glaube, das könnte mein neuer Lieblingsperl erstmal sein, mein Vorläufiger. Bis jetzt war es ja der Puzzle Bubble Dragon. Obwohl so ein Foxparks als Flammenwerfer hat auch schon auf jeden Fall was. Oh, guck mal hier, die haben da die Dings umgebracht hier. Die Gemüseziegenböcke. Haben sie geholt. Haben wir zufällig Leder dabei gehabt? Nee, ne? Doch, doch. Oh, wie gut. Alles klar, zurück nach Hause. Wir können auf jeden Fall den... Die sind tot, aber die haben auch nichts mehr liegen lassen jetzt, ne? Nee. Beziehungsweise die sind ausgenockt. Guck mal, die zappeln doch auch noch. Ich glaube, die sind immer nur ausgenockt, die Tierchen. So. Oh, hier, den haben wir auch noch nicht. Aber der ist nur Level 3, den lassen wir mal. Wie gut, Leute. Es hat sich jetzt schon wieder super gelohnt hier. Auch nur 2 Meter loszugehen. Und da oben zu gucken. Oh, guck mal, da liegt noch das ganze Zeug rum. Haben sie noch nicht transportiert, was der Faddler abgebaut hat. Das nehmen wir mal alles mit und packen es in die Kisten. Zack, 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 zack. Da hätten wir noch mehr von den Daydreams. Guck mal, erst, die sind nachtaktiv hier, ne? Die Puzzle Bubble Dragon. Die anderen schnarchen alle vor sich hin. Das ist auch so gut, ne, wie sie hier liegen. Vor sich hin schnarchen. Komm mal her. Nein. Dann packt er mal. Ich drück, glaube ich, ein bisschen zu lange. Dann packt er euch wieder das nächste Tier aus. Lass mal gucken. Können wir den jetzt. Ja! Ja! Herstellen. Aber sowas von.
Er ist gerade beschäftigt. Haben wir noch einen davon in der Tasche? Ja. Du kannst mal eben schnell mithelfen. Melpaka-Sattel. Wie cool. Wir werden unser erstes Pell reiten können. Und das mit dem Flammenwerfer ist auch so, so genial. Alles gut. Auch, dass wir zwei Pels draußen haben können mit dem Daydream zusammen. Nur fürs Einfangen ist es ein bisschen... Was war das? Oh, einer hat ein Level-Up. Der Leafspack hat ein Level-Up bekommen, den wir in der Tasche haben. Oder der, der doch mit uns arbeitet hier. Der hat ein Level-Up. So. Melpaka-Sattel. Ich bin gespannt. Wir haben ihn. Vielen Dank, wie immer. Komm her. So, Und da ist der, Leute. Hallo. Unfassbar. Wie gut. Wir haben ungenutzte... Wir können auf jeden Fall es gesperrt. Das reiten. Wir haben schon wieder ungenutzte Fertigkeitenpunkte. Geben wir uns jetzt noch mal einen auf Leben. Ja, finde ich gut. Technologie. Haben wir vielleicht irgendwo einen Sattel für das Tierchen? Liftmank-Maschinenpistole. Wie gut. Der kann auch gleich eine Waffe tragen. Hochwertige Metallwerkzeuge. Ich glaube, wir lernen erstmal hier den Hochofen auf jeden Fall schon mal. Und Komponenten zur Errichtung von allerlei Bauten benötigt. Alles klar, nehmen wir. Jetzt haben wir hier noch was Unbekanntes. Fange zum Freischalten ein bestimmtes Perl. Okay, es ist wirklich so, dass wir diese... Oh, guck mal hier auch. Es ist wirklich so, dass wir die Sachen erst... Hier, Leute, antike Technologie. Wir haben doch dafür Punkte bekommen. Hier benutzt man das. Aber man kann nichts freischalten. Doch, man kann. Kostet einen Punkt. Wir können so ein... Wir haben doch schon Eier. Oh, wir können so ein Brutkasten aufstellen. Das wird ja immer besser. Ich glaube, wir kommen doch nicht mehr so weit, wie ich dachte, dass wir kommen mit unserem Ausflug. Aber egal. Komm mal her. Guck mal, wir können doch bestimmt Stoff herstellen. Noch. Nee, können wir nicht, weil alles an Wolle verbraucht ist. Ah, hier war noch eben, hier lagen noch eben noch Lammbälle rum. Wo lagen die denn? Was war da oben? Da schläft doch noch einer. Okay. Oh, wie gut. Wir brauchen noch mehr Wolle. Oh, da ist so einer. Den haben wir auch noch nicht. Gib uns deine Wolle. Dankeschön. Rannten hier noch mehr jetzt rum. Da oben leuchtet irgendwas grün. Das könnte nochmal so ein Kristall sein, die wir brauchen zum Aufwerten, ne? Ich glaube, jetzt sind hier keine Lammbälle mehr unterwegs. Doch, da schläft noch einer. Wie viel Wolle braucht man denn? Zwei? Oh, ich glaube, der Dings ist schon wieder sauer. Ja, oh nein! Jetzt greifen wir ihn aber an hier. Mit unserer... Flammenkatze, wollte ich gerade sagen. Mit unserem Feuerfuchs. Halt, reicht. Wirf drauf. Daneben. Wirf drauf. Der ist gleich tot. Ich treffe ihn nicht. Wirf drauf. Gibt's gar nicht. Oh, er hat uns vergiftet. Und wir sind in Gefahr. Warum? So, jetzt holen wir die... Da schläft da noch eins? Ja. Oh, den haben wir gleich erwischt. Wie gemein. Okay, oh, wir nehmen immer noch Schaden. Da rollt der Lammball den Berg runter. Alles klar, warum bist du in Gefahr? Komm her. Gefällt mir nicht. Wir packen dich ein, damit du nicht in Gefahr bist. Du bist auch nur Level 3, ne? Nee, ab zurück nach Hause. Vor allem hier draußen sieht man auch nichts. Viel zu dunkel. Obwohl, da könnten wir den Fuchs draußen lassen. Dann sehen wir was. Komm mal her. Und dann komm mal hier zu uns. Dann haben wir dich gleich als Fackel. Oh, da passiert irgendwas. Achso, die arbeiten schon wieder. Die sind aber fleißig. Sonne ist gerade erst aufgegangen. Schon im Morgengrauen legen sie los. Und sehen die Felder aus. Super, wir müssen nur gucken, ob auch wirklich Berries dazukommen hier, ob der Vorrat auch wächst, ob das klappt mit der Versorgung. Können wir denn hier reingucken, wenn wir den Fuchs dabei haben? Ja. Oh, das scheint zu funktionieren. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Schmeißen wir die Pilze auch nochmal rüber. So. Wir haben auf jeden Fall, was haben wir da noch? Das ist, glaube ich, das antike Bauteil, was wir in der Tasche haben, ne? Was so komisch aussieht. Schmeiß Holz rein, schmeiß Stein rein, Wolle hier rein, den Pelz von mir aus hier mit rein, Erz kann hier auch noch mit rein, hier packen wir mal, achso, hier haben die schon wieder Holz reingeschmissen, das ist auch schon alles voll hier, ne? Pack ich trotzdem mal das, guck mal, wir haben drei Eier, Leute, ne, zum Ausbrüten. Schmeiß das da rein, das und das hier rein, so, und das antike Bauteil behalten wir einfach kurz in der Tasche.
Alles klar. Jetzt müssen wir das noch lernen, ne? Brutkasten. So, wir haben einmal zu wenig Stoff. Den stellen wir jetzt her. Stellen gleich alles her. Auf geht's. Wir haben schon wieder Hunger. Ja, sehr schön. Mithelfen. Es ist auch so super mit dem Fanti hier. Wie er sich um die Felder kümmert. Die gehen Holz fällen. Unser Maulwurfshase ist irgendwo schon wieder Steine klopfen. Man hört ihn doch. Wo ist er denn? Da ist er. Da klopft er die Steine und der andere schleppt's. So. Okay, wir können dieses Ding jetzt bauen, ne? Da ist auch das hier. Da fehlt uns noch eine Feuerdrüse. Da müssen wir also hier. Ich habe doch jetzt gerade Stoff hergestellt. Achso, habe ich nicht genommen. Jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir genug. Ja, Stoff. Oh, wie gut. Ich glaube, das bauen wir ins Haus, Leute. Es ist so super. Es ist so super. Okay. Oh, das dauert aber. Da kommen sie zum Glück jetzt wieder fast alle an. Guck mal, sogar unser Maulwurfshase kann bauen. Hat auch Handwerk. Los, fast mit an. Ah, schon sind es nur noch 10 Sekunden. Oh, jetzt rennt er schon wieder weg. Er kann sich nicht entscheiden. Der läuft auch so cool. Die laufen alle, die haben alle coole Laufanimationen überhaupt. Die sind echt schon gut gemacht. So. Okay, wir können ein Ei einsetzen. Alles klar. Und auch wie sind wir dann mit diesen kleinen Symbolen, mit der leuchtenden Lampe über. Wir haben die Idee. Uns ist was eingefallen. Wir könnten was tun. Wo willst du hin? Oh, können wir die nicht? Ah, vielleicht wenn die Ausdauer leer ist oder so, wenn wir zu hungrig sind. Eins von beiden. Oder wenn der Perl zu hungrig wird. Füttern, 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 füttern. Sehr schön. Oh, wenn wir gerade schon mal, lass uns auch mal ein bisschen. Kannst du noch mal mit anfassen, Fuchs, hier beim Brutzeln. Ja, komm, helfen. Ah, so gut. So. Machen wir das kurz fertig, was wir hier an Essen haben. Brutzen wir das Fleisch durch, packen wir es erstmal in den Futtertrog rein. Obwohl, da sind eigentlich genug Berries drin. Ne? Behalten wir unsere leckeren Sachen selber. Die lecker gebrutzelten Pilze und hier das gute Lammball-Kebab. Auf jeden Fall. Das behalten wir auf jeden Fall für uns. Besser geht's. Da rollt der Lammball noch rum. Sag, was? Mein Kebab? Hilf mir lieber auf die Füße. Mir ist so komisch. Es dreht sich alles. Ah, hallo. Ich hier, der mit den Armen wackelt. Aufhelfen. Danke. Er sieht auch so aus, ne? Guck mal, hallo. Super. Okay, Eier da reinpacken. Komm mal her. Was haben wir denn hier? Zerfurchtes, gewöhnliches und ein zerfurchtes. Gib her. Pack die da rein. Das. Wir können ja eh nicht alle auf einmal ausbrüten. Warte mal, wir packen ja erstmal hier so ein gewöhnliches. Wir fangen erstmal harmlos an. Wir haben ja noch mehr antike Bauteile. Wir haben mehrere bekommen. Oh, wie gut. Die schmeißen wir auch hier hinten dazu dann. Alles klar. Achso, und Saatgut kann hier auch rein, damit die immer schön die Felder aussehen können. Steine. So, okay. Dann gucken wir mal. Unbenutzt. Ei einsetzen. Gewöhnliches Ei. Bruttempo plus 5, etwas kühl. Könnten wir nicht, oder haben wir nicht, gab es nicht Standfackeln? Können wir die benutzen? Ähnlich wie in Ark. Ja, hier, guck mal, die hat man nicht gelernt, ne? Standfackel. Kostet nur ein bisschen Holz und ein bisschen Stein. Hier, Beleuchtung. Eine Lichtquelle, die dein Lager auch in dunklen Nächten erhält. Muss von einer. Okay, da steht aber nicht, dass es wärmt. Steht das beim Lagerfeuer explizit dabei? Eine Anlage zur Zubereitung von Speisen. Mehr als ein simples Anbraten ist allerdings nicht drin. Muss von. Nee, steht auch nicht dabei. Okay, dann kann es sein, dass das hoffentlich jetzt hier Wärme bringt. Oh, nicht mal dahin. Ich wollte sagen, warum dort ist das? Das ist das Eichenbrett. Ich dachte, die Zeit für das Bauen von der Fackel ist das mit 5 Minuten. Anzünden. Etwas kühl. Müssen wir die Tür zumachen? Oder darf sich am Fenster stehen? Immer noch etwas kühl. Okay, wir stellen noch eine auf. Mal sehen, ob das geht. Etwas kühl immer noch. Na gut, stellen wir noch eine dritte auf und dann reicht's aber. Wenn das nicht geht, dann glaube ich, geht das mit Fackeln wahrscheinlich nicht.
Zep. Nee, das ändert nichts. Okay. In 5 Minuten schlüpft hier ein erstes Perl aus dem Ei. Moin. Immer schön fleißig. Oh, guck mal, haben wir den jetzt schon gefangen? Nee, ne? Aber die sind auch nur Level 3. Die sind auch nur Level 3. So, lass uns mal ganz kurz... Hier hatten wir nichts mehr, ne? Da müssen wir erst einen Technologiebaum gucken. Da kommt der Sattel für das... Level 13 muss man sein. Ah, wie cool. Haben wir jetzt eigentlich das Ding schon ausprobiert? Nee, ne? Haben wir auch noch nicht. Hier, da ist es doch. Komm mal her. Was für Geräusche macht. Es ist super. Es ist super, Leute. Guck mal, der hat sogar einen Angriff. Luftkanone. Und Luft, der kann schießen. Wie cool. Und Lufttackling. Was macht er dann? Der rennt da los. Und greift an. Wie gut. Lass mal gucken, ob wie viel Schaden so ein Luftschuss macht hier. Schießt mal auf so ein Oh. Aber gar nicht schlecht. Aber gar nicht schlecht. Oh, super. Da kann man ja richtig auf Tour jetzt gehen. Ist herrlich. So, okay. Du bist Level 3, Level 3. Komm, wir reiten noch mal ein bisschen und gucken uns ein bisschen... Oh, hier. Oh. Oh, was für... Das sieht ja mal cool aus. Was für ein riesiges Skelett. Auch nicht schlecht. Und hier mit den... Oh, was ist das? Wildschweine. Rushor. Nein, ich wollte nicht auf den. Okay, er schießt auf den, was am nächsten dran ist anscheinend. Na gut. Schießen wir auf die, kriegen wir nochmal Wolle. Oh, können wir eigentlich auch den... Nee, dann greift er an. Ich wollte sagen, Bogen können wir nicht, oder können wir? Doch, oh, wir können den Bogen vom Dings ausschießen. Oh, wir holen uns ein Wildschweinchen. Wenn es denn klappt, jetzt stehen sie da oben. Feuer. Oh, wow. Das macht ja richtig Schaden gegen die. Ich glaube, er kommt angestürmt. Ja, ausweichen. Nein, ich habe außerdem den Luftangriff gemacht. Ich soll den jetzt umtackeln. Nee, alles klar. Vorsicht. Stück weg, Stück weg, Stück weg. Ah, er kommt nochmal. Oh, ich bin auch weggestürmt. Ah, ist gut. So, schießen. Nochmal. Okay, das muss reichen. Können wir jetzt auch vom Perl aus... Ja. Den sollten wir eigentlich jetzt kriegen, oder? Ja, krieg... Nein. Kriegen wir doch nicht. Nochmal. Komm schon. Ja, das sieht doch gut aus. Komm. Haben wir. Wir haben Wildschweinchen. Ist aufbrausend und bricht auch mit Pelz, die ihm ganz offensichtlich überlegen sind, gerne mal einen Streit vom Zaun. Trotz geringer Körpergröße kann ein Rushhour mit Anlauf auch die dicksten Felsen weg... Was katapultieren? Wegsprengen? Irgendwie sowas? Wie gut. Aber die geben doch bestimmt Leder auch hier, ne? Die Wildschweine. Oh ja, die geben Leder. Ist das schön hier mit dem Herbstwaldfarben. Oder mit Kämpf. Wer kämpft da? Wilderer? Gegen was? Gegen ein Sparket? Was ist ein Sparket? Wir kennen das nicht. Was ist ein Sparket? Der ist gleich tot, auf jeden Fall, der Sparket. Wirf eine Sphäre. Wir fangen ihn ein, bevor er erschossen wird. Wie gut. Noch ein neuer. Sparket. Während der Trockenzeit sind diese Perls besonders empfindlich und gereizt, sodass wegen jeder Kleinigkeit direkt die Funken fliegen. Okay. Sehr cool. Ich will jetzt erstmal hier ein bisschen durch den Herbstwald gucken. Ich finde das auch so gut mit den verschiedenen Biomen hier. Wo waren wir denn eben? Hier oben sind wir hochgelaufen. Da ist eine... Da... Oh, eine Truhe! Eine Truhe, eine Truhe, eine Truhe. Da blinkt noch was daneben. Was blinkt da? Was bist du? Oh, ich hab's da aufgemacht. Goldmünzen, Brot, arktische Tracht, Bauplan. Ungewöhnlich. Grün. Ach, es gibt auch verschiedene... Das wird ja noch besser jetzt. Oh, unsere Klamotten sind hin. Das wird ja noch besser. Das ist gewöhnlich, das ist grün. Oh, wie gut. Es gibt Ausrüstung mit verschiedenen Stufen. Sehr schön. Was summt hier? Ist das nur... Oh, was haben wir hier? Forschungsmaniac.
noch eine neue Fraktion und ein Reisepunkt, kleines Dorf und ein Schnellreisepunkt. Das ist ja super. Sehr schön, dass hier einer ist. Kannst du ihn annehmen? Ja. Verlässliche Miliz. Die greifen uns nicht an, ne? Nee, die greifen uns nicht an. Was denn? Hast du unser Lama ausgelacht? Willst du doch einen Pfeil in den Hintern? Es ist wunderschön. Nein, oh, oh Vorsicht. Alles gut. Ich muss noch üben mit der Bedienung vom Lama. Hallo, wer bist du? Fahrender Händler. Willkommen, schau dich ruhig um. Das ist, Leute, wie gut ist das denn? Es gibt ja auch noch Dörfer, NPCs. Wir können Sachen kaufen und verkaufen. Was können wir denn kaufen bei dir? Oh, Pfeile zum Beispiel. Milch, Wolle und Leder. Ah, ich habe die Goldmünzen zu Hause gelassen, ne? Ich habe die in die Kiste getan, weil ich Angst hatte, dass wir die irgendwie verlieren. Okay, Goldmünzen gehören also auch immer in die Tasche. Obwohl der jetzt nicht so viel hat, was irgendwie... Oh, Weizen. Was haben wir hier? Medizin, Medizin und Baupläne haben wir hier. Hexenhut, Hasenohren, Haarreif, Gumos Hut. Und was können wir dem jetzt verkaufen? Einfach nur unsere Sachen hier. Okay. Oh, guck mal hier, wie lecker, so ein schöner Schinken. Mm. Alles klar, wir verkaufen erstmal nichts. Aber das ist gut, wir haben vor allem auch einen Schnellreisepunkt gleich hierhin. Wie schön. Halt, nee, das wollte ich nicht, ich wollte aufsteigen. Hier geblieben. Komm her hier. Weiter geht's. Sehr, sehr cool. Scheint aber eine Sackgasse zu sein dann hier unten. Hier kommt man in dieses Dorf und dann geht's hier nicht weiter erstmal. Jedenfalls nicht im Dorf. Wir reiten mal oben lang weiter. Das hat sich nochmal nach Wildschwein angehört. Liffmank. Oh, was ist das da unten? Au, 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 au. Du garstiges Vieh. Roms. Erwischt. Wir haben anscheinend keinen Fallschaden. Oh, guck mal, das ist so ein Kristall. Kein Fallschaden. Das Wildschwein wusste, dass ich hier runter will. Keinen Fallschaden bekommen. Ja, aufheben. Kann ich nicht aufheben. Unsere Rüstung, doch können wir. Rüstung ist beschädigt. Okay, die Rüstung ist endgültig durch. Ist das auch eine schöne Ecke hier unten? Oh, was seid ihr? Ihr seht aus, wie, als wenn man euch pflücken könnte. Und oh, nicht drauf schießen, sonst gucken wir mal die... Nee, die kann man nicht einsammeln. Okay. Was bist du? Fuak! Oh Mann. Was? Wie gut. Fuak. Alles klar, Fuak. Du bist mitgenommen. Aufpassen, nicht zu viel draufschieben, sonst ist er abgefuakt. Kennen wir auch noch nicht. Fuak kommt mit. Fuak. Der abgefuakte Halbbruder von Anton. Kann mit seinem selbstproduzierten Wasser Wellen erzeugen. Wenn dieser Pelz es eilig, wenn diese Pelz es eilig haben, bewegen sie sich mit Hilfe von Bodysurfing fort. Okay, klingt auch lustig. Vielleicht kann man auf den ja auch irgendwie reiten oder auf den surfen. Ich glaube, wir sind irgendwie so ein bisschen am Kartenrand unterwegs, glaube ich, gerade. Ich glaube, die Welt ist auch riesig, ne, die Weltkarte. Lass mal kurz mal auf die Weltkarte gucken und mal raus. Okay, die Welt ist wirklich riesig. Wir haben gerade mal ein ganz kleines Stück entdeckt. Zum Glück gibt es überall Schnellreisepunkte. Sehr angenehm. Was ist das? Ach, eine Truhe einfach nur. Was leuchtet denn da? Nochmal Goldmünzen, Pals, Stahlschüssel. Stahlschlüssel, Schüssel. Ihr wisst Bescheid. Palsphäre. Wildschwein. Leder. Vor uns wieder irgendwo runterschmeißt. Ist das stark, dieser Luftangriff? Wir scheinen noch eine Fähigkeit zu bekommen auf 10. Noch steht nichts da, aber es sieht aus, als wenn wir noch mal, als wenn das noch eine Fähigkeit dazulernen kann, unser Lama. Roms. Richtig gut, so, die legen sich erstmal eine Runde schlafen. Zack. Kannst du eigentlich auch springen? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Hopp. Dö. Oh, wow. Was bist du? Wie gut. Was für eine schöne Brücke hier. Sieht das cool aus. Da müssen wir rauf. Da müssen wir auf jeden Fall rauf. Auf geht's, ab nach oben. Den Schnellreisepunkt, da haben wir jetzt gerade gut. Der 140 Meter angezeigt. Das ist der, den wir gerade eben geholt haben.
Hoffentlich kommen wir. Wenn nicht, können wir ja auch klettern, falls wir irgendwo raufkommen. Vernünftig auf dem Weg. Sieht aber so aus, als wenn wir hier hochkommen. Ja, wir kommen hier rauf. Ja, wir kommen Richtung dieser Brücke. Wie gut. Alles klar, weiter hier rauf. Das sind die Krimis, die haben wir schon. Oh, da sind noch mehr von diesen hier, von denen, wie wir eben so ein Sparkit. Versuchen wir noch einen zu kriegen. Das ist echt stark, was das für einen Schaden macht. Komm, wirf 46%, sollte reichen. Der andere mischt sich jetzt erst ein. Oh, wow. Autsch, 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 autsch. Schieß drauf. Ich schieße immer noch auf den anderen. Schieß auf den da. Und eine Truhe hier oben nochmal. Haben wir nicht mehrere von denen? Wir sollen ja eh insgesamt, haben wir schon geschafft, 30 Perls zu fangen. Müssen wir unser Lager auf Stufe 7 bringen und dann sollen wir uns mit dem, also schon mit dem ersten Boss anlegen, laut Tutorial da oben. In diesem nochmal richtig viel Goldmünzen. Pfeile, nochmal Schlüssel. Was bist du? Keine Sphäre. Schade. Okay, einmal rauf auf die Brücke. Da blinkt noch irgendwas. Es blinkt da. Das ist ein Ei, aber ich glaube, das ist ein normales Ei. Das ist, ja, das ist nichts zum Ausbrüten. Oh, unser Ei ist ja zu Hause noch zum Ausbrüten. Wir müssen gleich mal zurück. Ja, wir gucken gleich mal, dass wir zurückkommen. Aber hier wird jetzt auch gerade kein Schnellreisepunkt angezeigt. Nur der da unten. Oh, hier drüben gibt es nochmal ein Dorf oder sowas. Guck mal, da ist nochmal ein Lagerfeuerchen an. Da ist ein Perl gefangen, Leute. Ja! Das werden wir holen. Guck mal, das sieht besonders aus. Was ist das für ein... Oh, Leute, ich glaube, das ist irgendein... Das sieht aus wie so ein Feuerwidder oder sowas. Schieß. Warte mal, sehen, was die gegen die macht. Angriff! Stürm vorwärts! Okay, das war nicht so ganz erfolgreich. Genau vorher angehalten. Hat nicht so eine Reichweite. Wo sehen wir die Energie von unserem? Ist das der blaue Ring? Die Lebensenergie von unserem Perl? Wenn wir drauf sitzen hier. Bombs. Na warte, dann schieß mal so. Ist das ein cooles Perl? Ist hier noch einer? Da ist noch einer. Oh wow, mit Sturm geht er wieder. Haben wir dich. Was bist du denn? Oh mein Gott, ist das cool. Guckt euch das mal an. Das sieht ja mal richtig schön aus. Du kommst sowas von mit. Was haben wir jetzt in dieser Folge schon alles für coole Pals gefangen? Azox. Vor Urzeiten waren Azox leichte Beute für fleischfressende Pelz. Ihre Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation manifestierte sich in sengen heißen Flammen, die dann von... Was? Naja, auf jeden Fall sind sie sauer geworden. Kochen vor Wut quasi. Au, was für ein cooles Perl. Aufsteigen. Hier haben wir nochmal Lammbälle. Jede Menge. Vielleicht sollten wir die auch kurz mitnehmen. Für die Wolle. Guck mal, das schießt sogar durch. Ist das stark. Die Luftkanone. Ist das Alpaka super? Wow. Was haben wir da? Da rennt noch irgendwas. Ach, nochmal Wilderer. Wumms. Egal, lassen wir die, wie sie den Berg und. Hallo! Dickes, fettes Marmorest. Oh, hier ist ja alles voll mit Wilderern in diesem Wald. Sogar da schlägt der durch, der Schuss. Und erwischt beide. Da kommen die umgenockten Lammbälle den Berg runtergerollt. So. Okay. Höhle. Ich glaube, das sind Dungeons, ne? Diese Höhleneingänge. Aber da können wir müssen jetzt auch mal langsam zurück. Wir müssen uns das Ei noch angucken. Jetzt haben wir hier keine Schnellreise in der Nähe. Wir hätten andersrum wieder zurückreiten sollen, glaube ich. Es wird gar kein Schnellreisepunkt mehr angezeigt auf dem Radar. Hopp. Ja, steig mal ab. Komm mal her, Perl. Wir gehen hier mal so zu Fuß hoch. Das sieht alles cool aus hier auch, ne? Die Landschaft gefällt mir wirklich. So, warte mal, wir haben noch diesen Gleiter, ne? Zack. Auch sehr gut. Noch mehr Wilderer. Hier sind ja überall, wirklich überall Wilderer.
Da ist unser Schnellreisepunkt wieder in 200 Meter. Komm her. Lama, 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 hierher. Wir wollen los. Zack. Lass die Wilderer erstmal wilder. Oh, da ist eine Truhe. Die holen wir noch. Und da oben ist noch irgendwas. Sieht aus wie so ein Bergwerksstollen. Mann, hier gibt es einfach so viel zu entdecken. Wir haben eine Megasphäre gefunden. Da. Oh. Verlassene Minen. Aha. Kriegen wir es auf der Karte angezeigt. Verlassene Minen. Ach, guck mal, hier haben wir einen Reisepunkt gar nicht so weit weg. Das ist der, den wir auch... Okay, warte mal, hier haben wir nochmal so eine Notiz. Nimm die auch nochmal kurz mit. Und dann lass mal hoch zu diesem Schnellreisepunkt. Ich glaube, wir kommen hier nicht hochgeklettert. So viel Ausdauer haben wir nicht. Noch ein Fuak! Hier vorne könnten wir es hochschaffen. Da könnte die Ausdauer reichen. Was haben wir hier? Eine Palseele. Da schaffen wir es hoch, Leute. Komm her. Zack. Ja, das schaffen wir. Kurz Ausdauer tanken. Hopp. Ran da. Jung. Höp. Na also, geh doch. Ja, locker. Super, dann sind wir gleich an dem Schnellreisepunkt. Du sollst aufhören zu klettern. Kannst du erstmal hier hinstellen. Okay. Es gibt so viel zu tun, so viel zu entdecken. Wirklich. Jetzt haben wir... Ne, wir müssen dann nochmal in so einen Dungeon rein. Vielleicht machen wir erstmal diesen Tutorial-Boss. Wir müssen noch mal eine Ecke höher. Warte mal, gehen wir lieber hier weiter hoch. Jetzt haben wir hier so einen Bergwerkseingang gefunden. Map-Bosse gibt's. Eier zum Ausbrüten gibt's. Ach, so gut. Und später können wir die Pelz ja noch züchten. Wow, ist das auch mal eine schöne Ecke hier mit dem roten Boden und den roten Bäumen. Oh, wie cool. Nochmal so eine Ruine. Jede Ecke, wie du hier gehst, ist irgendwas. Fuak! Oh, Level 6 Fuak. Den werden wir uns holen. Oh. So, jetzt nochmal einen vorsichtigen Fuß. 38%. Komm schon. Ja. Ja. Hammer. Am coolsten ist jetzt diese... Oh, da drin haben wir nochmal so einen grünen Kristall auf jeden Fall. Diese Feuerziege. Verlassene Kirche. Schnellreisepunkt. Auf jeden Fall. Oh, hier, warte mal. Das ist doch hier erstmal eine Truhe. Das ist, glaube ich, so eine Statue der Kraft, ne? Da könnten wir unsere Werte dann verbessern. Aber da habe ich ja schon gesagt, da kam irgendwie ein Kommentar von euch rein, dass es da einen Bug gibt, dass die Werte teilweise auch schlechter werden. Obwohl, es gab heute einen Patch. Vielleicht... Ich habe die Patchnotes nicht durchgelesen. Vielleicht ist das ja behoben. So, die Notizen lesen wir dann nächste Folge, Leute. Jetzt will ich erstmal zurück nach Hause, kurz nochmal das Ei gucken. Da müssen wir auch zum Ende kommen. Wir sind ja fast schon bei einer Stunde. XXL-Folge. So lange bleibt doch keiner dran. Spark it. So, ab zurück nach Hause. Ab ins Lager. Zack. Sehr cool, da sind wir. Da. Guck mal nach unserem Ei. Ist ausgebrütet. Okay, halten. Spannung steigt. Was kriegen wir hier? Wir kriegen... Galeclaw hat das... Was ist das bitte für ein cooles Vieh? Achso, haben wir ja nicht hier. Warte mal. Und wir gucken jetzt erstmal auch gleich die Viecher an, die wir geholt haben. Hier, warte mal. Du kommst mal kurz rüber. Du kommst mal kurz rüber. Wildschweinchen. Hier so ein Sparkit. Oh, guck mal, der hat sogar hier so ein extra Symbol hier oben dran. Das ist ein Elite, ne? Und ein Fuak. Was kann denn Fuak? Fuak kann Transport und Handwerk. Was kannst du denn? Holzfällen kann der. Und Feuer machen Stufe 2. Der kann Transport... Nee, was ist das? Sammeln, ne? Warte mal ganz kurz. Sammeln Stufe. Sieht der cool aus. Galeclaw-Handschuh benötigt. Und der kann... Handwerk... Stromerzeugung. Aber wie gut, dass wir davon gleich mehrere mitgenommen haben. So, die gucken wir uns jetzt nochmal schnell an und dann müssen wir zum Ende kommen. Halt, du bist der Falsche. Komm her. Du erstmal. Spark it. Er sieht aus wie ein Pikachu mit Aggressionsproblemen. Komm her. Wir müssen mal außerhalb uns angucken, damit die nicht die ganze Zeit loslaufen sofort. Zeig mal dich her. Das Vieh ist der Hammer.
Das ist mal so cool. Kann als Reittier genutzt werden. Aber nicht ohne Sattel, ne? Nee, müssen wir auch nochmal gucken, was der Sattel kostet. Halt, sofort hier rein. Die kriegen wir ja, schalten wir ja frei, wenn wir die Tiere haben. Ah, guck mal, hier ist der Wildschweinsattel. Lernen. Kostet... Ach, na gut, haben wir alles in der Basis. Hier unten, Level 16, Azog-Sattel. Und dieser Gale-Claw, die Gale-Claw-Handschuhe. Wahrscheinlich noch weiter unten. Ah, das ist so ein cooles Vieh. Komm her. Und jetzt nochmal den anderen. Den auch noch. Auch sehr, sehr schön. Wenn dieser Perl im Team ist, kannst du ihn rufen und als Gleiter nutzen. Aber wahrscheinlich nur, wenn wir die passenden Handschuhe eben dann haben. Das hat sich richtig gelohnt. Was für ein cooler Ausflug. Sehr, sehr schön, ihr Lieben. Okay, jetzt müssen wir wirklich zum Ende der Folge kommen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.